Kim Kardashian hatte genug von ihrer alten Haarfarbe. Kim Kardashian, 37, sehnte sich nach einem Neuanfang, zumindest was ihre Haare angeht. 6 Monate lang waren diese Platinblond. Diese Farbe habe sie nun aber satt, erklärte sie auf Twitter. Und hatte offenbar keine Lust, lange auf einen neuen Look zu warten. Hey Leute, wie gefallen euch meine neuen pinken Haare? Nur einen Tag nachdem Kim Kardashian ihren via Twitter-Fans mitteilte, dass sie bereit für eine haarige Veränderung ist, hat sie es gewagt. Die 37-Jährige färbte ihre Mähne kurzerhand pink und präsentiert diese stolz auf dem sozialen Netzwerk. Hey Leute, wie gefallen euch meine neuen pinken Haare? Fragt der Reality-Star seine Follower in einem kurzen Clip. Doch viele Fans nehmen Kim den neuen Look nicht ab und vermuten direkt, dass sie eine Perücke trägt. Die Antwort des Keeping Up With The Kardashians Star lässt nicht lange auf sich warten. Sie sind echt, kommentiert Kim in einem weiteren Tweet und räumt alle Fake-Gerüchte aus dem Weg. Auch Kris Jenner hat eine neue Haarfarbe. Erst vor einigen Wochen hatte Kim Kardashian ihren Fans via Social Media mitgeteilt, dass sie ihre blonden Haare noch etwas behalten werde. Sobald allerdings zu viel Ansatz zu sehen sei, wolle sie zurück zu ihrer dunklen Haarfarbe. Es wird Jahre dauern, bis sie wieder blond werden, schrieb sie damals. Diese Meinung hat sie nun anscheinend geändert. Kims Mutter Kris Jenner, 62, hat ebenfalls Gefallen an einer neuen Haarfarbe gefunden. Sie zeigte sich gerade mit einem blonden Pixie-Cut im gleichen Ton wie ihre Tochter, allerdings offenbar nur für kurze Zeit. In der Reality-TV-Show der Familie, Keeping Up With The Kardashians, erklärte sie Kim, dass sie zwar schon lange vorhabe, sich die Haare hell färben zu lassen, weil das aber so eine langwierige Prozedur sei, wollte sie erstmal eine Perücke ausprobieren. Kim erinnerte der neue Look ihrer Mutter an Miranda Priestly, gespielt von Meryl Streep aus dem Film Der Teufel trägt Prada, und mit dem Vergleich